der mit Abstand nützlichste und gleichzeitig am einfachsten zu transportierende Gegenstand in der Serie Doctor Who ist ohne Frage der Schallschraubenzieher, besser bekannt als Sonic Screwdriver. Da gibt es ja mehrere, ne? Fast jeder Doktor hat seinen eigenen. Und ich zeige euch heute mal den des 10. Doktors, weil viele Fans finden ja, dass das der hübscheste ist. Ne? Gerade im Vergleich zum Schallschraubenzieher des 11. Doktors. Also nicht, dass der jetzt hässlich wäre, aber im direkten Vergleich sagen viele, ich zum Beispiel, dass der hier hübscher aussieht. Warum zeige ich euch den dann überhaupt? Weil da haben wir auch ein cooles Video zu gemacht. Wie ein Video habt ihr zu gemacht? Ja, könnt ihr euch angucken, wenn ihr jetzt hier hinklickt. So, aber weg damit. Wir sprechen ja heute über diesen Schallschraubenzieher. So, was natürlich ein bisschen schade ist, da können wir aber nichts für. Der kann natürlich nicht die ganzen Sachen, die er in der Serie kann. Wäre ja auch zu schön, der würde auch ein bisschen mehr kosten. Aber der hat ja tatsächlich ein paar Funktionen, mit denen man in der echten Welt was anfangen kann. Ich mache das jetzt mal in aufsteigender Reihenfolge nach Nützlichkeit sortiert. So kann der nämlich 4 unterschiedliche Geräusche machen. Und das sind alles authentische Sounds, die so auch in der Serie vorkommen. Abgesehen davon könnt ihr den Schallschraubenzieher auch, wie in der Vorlage, ausfahren. Schön ist, hier hat jemand mitgedacht und 2 Schalter eingebaut. Das heißt, selbst wenn der ausgefahren ist, könnt ihr noch den Sonic Screwdriver benutzen. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, was noch nützlicher ist. Der macht ja ein Licht. Könnt ihr also leuchten. Was aber die meisten von euch vermutlich benutzen werden, ist der Stift, der unten dran ist. Mit dem kann man schreiben. Ich mache das mal vor. Jetzt sind wir aber immer noch nicht am Ende, weil er hat noch eine ganz tolle Funktion, die finde ich richtig, richtig klasse. Und zwar könnt ihr die Stiftkappe unten abnehmen. So toll ist das nicht? Haha, aufgepasst. Da könnt ihr eine andere Stiftkappe draufsetzen. Und die ist was ganz Besonderes, denn mit der könnt ihr unsichtbar schreiben. Auch das mache ich mal vor. Unsichtbare Schrift, was soll ich jetzt damit anfangen? Natürlich sichtbar machen. Und das geht wie folgt. Hier eingebaut ist nämlich ein UV-Licht. Und wenn ihr das über die Schrift drüber scheint, dann macht er sie wieder sichtbar. Ich zeige euch das mal, allerdings nicht in unserer Festtagsbeleuchtung hier. Im Tageslicht funktioniert es nicht so gut, deswegen gehen wir mal auf den dunklen Gang.